Und damit herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Link's Link's Awakening, genau. Genau. Und zwar, wie im letzten Part gesagt, kümmern wir uns heute das Zoodorf, was genau hier drüben ist. Genau, willkommen im Zoodorf. Wichtig, ich sag mal so, Zoodorf ist eigentlich relativ unspektakulär. Das einzige Mal, wo wir hier her müssen, ist die Tauschquest zu absolvieren. Und zum anderen, da oben haben wir gerade was gesehen, da können wir dann auch noch weiter. Aber wir müssen jetzt eigentlich bloß die Tauschquest absolvieren mit dem mit der Bienenwabe. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, beziehungsweise Honigwabe, die du da hast? Genau so eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Ananas nochmal hingehört. Aber wir haben ja ich habe die Lösung nebenher offen, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt gerade reingeguckt. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfs und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marine es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Genau. Zwar, ich zeige euch das mal. Warte mal. Da unten. Warte mal. Ihr könnt es gar nicht sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich zeige euch das mal. Warte mal. Da unten ist nämlich wieder. 1, 2, 3. Wir müssen, weil zum einen ist es ja so, die Dorfbewohner wollen unbedingt wieder das Lied von Marin hören. Also Marin singen hören. So. Und zum anderen müssen wir Marin zum Singen bringen, um dieses Walross hier loszuwerden. Genau, aber wir können das nicht machen. Weil er lässt sich halt nur durch Marins Lied aufwecken. Beziehungsweise durch Marins Gesang aufwecken. Naja, auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt erstmal Marin herholen. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gucke mal kurz in die Lösung. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur Marin überreden dazu. Die Tauschsequenz. So, jetzt steht hier. Nach dem Tausch mit der Bären. Mit der Bärenkoch. Nee, hat der Bärenkoch. Ach, ist das Auslösen der Ereignis, wodurch es im Spiel weitergeht. Verlass das Haus und folgt dem Plattenweg nach unten. Ach so, ja, jetzt müssen wir quasi Marin holen, genau. Aber bevor ich das tue, beziehungsweise steht nämlich drin, durch die Tauschquest, die wir gerade absolviert haben, mit der Ananas und dem und der Wabe, haben wir quasi das Ereignis ausgelöst, dass wir Marine hierher holen können. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, so ähnlich ist es, glaube ich, auch. Deswegen, ja, genau. Ich drücke Spring und du reagierst nicht. Danke. Naja, ich gehe aber erstmal hier noch ein paar andere Sachen nachgehen. Wir wollen ja nichts vergessen. Ich nehme die Lösung eigentlich auch ehrlich gesagt nur als als Anhaltspunkt, wenn ich nicht weiter weiß. Das wollte ich sagen, genau. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt durch dieses Portal, was da oben war. Wir haben es ja vorhin, glaube ich, schon mal gesehen. Das da, genau, das Ding da. Da müssen wir jetzt durch. Und da müssen wir jetzt Marin holen. Aber ich glaube, wir können Marin nicht einfach so da durchgehen durch diesen Teleporter, sondern wir müssen hierher laufen. Weil wenn wir da, wenn wir uns da, ich glaube, ich rede zu schnell.
Wenn wir uns da durch teleportieren, bleibt Mari auf das, dort stehen und das ist halt doof. So, deswegen müssen wir jetzt Marin holen. Marin? Sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen. Ah, jetzt kommt genau. Ah, jetzt kommt das Ereignis, genau. Jetzt müssen wir nicht runter an den Strand, genau. Weil da sitzt nämlich, wie der Junge schon gesagt hat, Marin. Und, dort erzählen wir ihr dann quasi. Beziehungsweise sie erzählt uns ein bisschen was über sich oder irgendwann über ihre Gedanken. Und gleichzeitig, können wir ihr dann erzählen, pass auf, du musst mal uns einen Gefallen tun. Du musst mal ein Lied singen für uns. Um einen Walross wegzulocken. Genau. Bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, um diese 900 Rubine zusammenzukriegen. Ich baue ja immer noch auf diese Rubine. Oh, hier geht's übrigens auch noch weiter. ...50 Rubine, sehr schön. Ich glaube, ich überlege gerade. Ne, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Hier könnte ich aber... Das kann ich aber mit Marie nicht machen, weil die... Wenn sie mir folgt, funktioniert das nicht. Egal. Da sitzt sie ja. Guck mal, da sitzt sie ja. Hey, Marin. Oh, Champ. Schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Okay. Ja, sonst kommen wir ja nicht weiter, also müssen wir das machen. Eine schöne Sequenz, finde ich. Das ist eine schöne Sequenz, finde ich. Wie sie zwei da sitzen, aufs Meer schauen, im Himmel. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, ich war ganz außer mir. Ich hielt dich für ein Zeichen der Götter. Ja. Ich glaube, es ist, glaube ich, selbst erklärend, dass, oder wie... Ich glaube, ich kein Spoiler zu sagen, dass wir in Wirklichkeit in einer Traumwelt leben. Also wir spielen gerade in Wirklichkeit in einer Traumwelt. Und Link schläft quasi irgendwie, irgendwo gerade. Irgendwo am Meer oder so. Irgendwo am Meer. Und das ist ja quasi bloß eine Traumwelt. Wobei, nee, er schläft. Es ist einfach nur eine Traumwelt von... Das träumt Link alles bloß und diese Welt zu verlassen, müssen wir quasi den Windfisch wecken, um halt, und dann verschwindet diese Insel quasi vom Erdboden sozusagen. Wenn ich eine Möwe wäre, ich würde nach weit draußen fliegen und überall über die Menschen singen. Über den Menschen singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Ich denke, vielleicht schon. Hallo, Champ? Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Champ, ich will alles über dich wissen. Was du denkst, was du fühlst, was du liebst. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Okay. Dann lass uns losgehen. Wie gesagt, naja gut, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wie gesagt, es ist halt, es ist die Gelegenheit, genau. Es ist halt, ich weiß nicht, ob das schön ist. Man erfährt, glaube ich, erst zum Ende des Spiels, wenn man das durch hat, bezüglich, dass es eine Traumwelt ist oder so, oder beziehungsweise, ich glaube, die Charaktere sind immer wieder dabei, dir Hinweise zu geben darauf. Dass du mit der Zeit halt immer weiter merkst, dass es halt eine Traumwelt ist. Aber... Ich würde jetzt fast behaupten, es ist kein Spoiler, weil das Spiel ist jetzt ewig alt. Eigentlich, entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Und naja, und es ist auch, auch jetzt für die Switch ist das schon seit Ewigkeiten wieder draußen. Und auch das Remake ist schon eine ganze Weile draußen. Also wer bis dahin Link's Awakening nie gespielt hat, dem kann ich auch nicht helfen.
wenn es einen wirklich interessiert, wenn einen wirklich das Spiel interessiert, dann haben sie jeder, der sich für das Spiel interessiert, der hat das sicher schon lange gespielt. Also von daher sehe ich das jetzt nicht mehr als Spoiler an. Das ist dafür. Was soll ich denn da jetzt? Gut, ich kann jetzt. Ich verrate jetzt so ein bisschen die Story dahinter, aber das ist halt irgendwo. Was soll ich dazu jetzt sagen? Es ist halt so. Ich meine, was soll ich denn sonst in dem Let's Play zu erzählen? Ganz ehrlich, irgendwas muss man ja erzählen, aber es ist halt so. Man muss ein bisschen auf das Spiel auch eingehen und mit dem Spiel arbeiten, das ist, was ich meine. Das war falsch. Nee, das war falsch. Wir müssen erst hoch. Wenn man einfach mal bedenkt, dass in der gesamten Timeline von Legend of Zelda die Insel Kukulint, wo wir ja übrigens uns drauf befinden, ne, nie wirklich groß weiter Erwähnung fand, außer in Link's Awakening, ja, dann was soll man dazu noch sagen? Also, es ist schon interessant, sag ich mal. Die Insel Kukulint war lediglich nur in Link's Awakening existent, sag ich jetzt mal. Und in keinem anderen Teil ist diese Insel jeweils in irgendeiner Form vorgekommen. Selbst in Oracle of Seasons and Ages kamen die Inseln nie vor, weil Oracle of Ages und Seasons spielten ja jeweils in der in Hyrule. Also mehr oder weniger. Oder glaube ich, wo spielten die Hyrule? Ich weiß gar nicht, wo die spielten, aber die Insel Kukulint war da auf jeden Fall nicht existent. Aber egal. Das ist also das Walross. Sollen wir es ein wenig erschrecken? Ja, kannst du machen. Der hat sich jetzt aber erschrocken. Mit dem Gesang erschrocken. Ich finde es ja auch interessant. Na ja, gut. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, dieses Karnickel. Ja, dann gehen wir. Okay, dann gehe ich jetzt mit ihm ins Zoodorf. Komm doch später nach, Champ. Ja, ich gehe erstmal. Ich bewege mich erstmal durchs Dorf. Durch die Dorfwüste. Die machen wir aber dann im nächsten Part. Ich muss mal gerade mal selber gucken, ne? Speicherstand hier. Doch, ach, ich habe gerade überlegt, ob ich den falschen Spielstand gemacht habe. Nee, das war richtig. Auf jeden Fall machen wir dann im nächsten Part weiter. Bis dann.